Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, ich habe hier nochmal ein bisschen was abgesucht und habe nichts gefunden. Also werde ich mal den Sprung hier runterwagen. Denn das ist wirklich das Einzige, was ich noch machen kann. Und irgendwie erinnert mich gerade diese Musik so vollkommen an Star Wars oder so. Weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf komme. So, wie komme ich denn jetzt hier runter? Runter. Geralt! Also mit dem Tauchen habe ich noch so ein paar Problemchen, ne? So, da sehe ich eine Kiste und da möchte ich auch eigentlich ganz gern hin. Ich konnte es doch gerade öffnen. Ich habe es doch gesehen, dass ich das... Geralt, du gehst mir auf den Sack. Ja komm, dann schwimm jetzt wenigstens hoch. Dass wir hier auftauchen können, ne? So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ordentlich. Ja, jetzt sehr schön. Und ist die Frage, ob wir jetzt hier lang tauchen müssen. Sieht fast so aus. Problem, was ich eben schon gesagt habe, ich sehe nichts. Aha. Sehr schön. Hier kommen wir also wieder raus. Kelp hier. Noch ein Pferd, fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, das vibriert wieder alles. Ja, ich komme ja schon. War noch eine Fackel? Schau auf! Yeah! Hat sich ja doch gelohnt. Wäre noch irgendwas zum Plündern? Nee. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Nämlich? Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Ladies first. Kyra, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass du das machst. So. Also, hier sind Symbole. Erkunde die neuen Kammern mit Kyra. Welche neuen Kammern? Das kannst du jetzt nicht tun. Muss ich mit ihr reden? Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Nein, haben wir nicht. Ganz sicher, aber ich bin mir auch nicht sicher, was ich jetzt gerade machen muss. Ich glaube, das Aha. ist eine Schwalbe. Ach, echt? Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Ciri. Ich bin gespannt, wo ich rauskomme. Ich suche das Zimmer nebenan. Ist das schön? Hexersinne. Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. So hört sich's auch gerade an. Gefällt mir nicht. Gefühl bei der Sache. Ach, echt? Zick die Scheiße. Na toll. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich nicht mag, gegen Golems zu kämpfen. Die sind einfach zu hart. Aber der Vorteil an Golems ist... Oh ja, toll. Jetzt ist mein Schwert wieder kaputt. Warum genau jetzt? Da kommt denn auf so eine scheiß Idee. Das Schwert genau jetzt kaputt gehen zu lassen. Autsch. Sollte ich Quinn auch? Soll ich jetzt auch nicht helfen? Ich geb mich an. Ah. Meine Schwalbe nehmen. Daneben. Ja gut, ich
nehme an, dass Autsch. Es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln, da mein Schwert ja etwas in Mittellandschaft gezogen ist und so. Daneben. Zack. Gut, versuchen wir es mal mit Igni. Obwohl ich mir nicht so wirklich vorstellen kann, dass ich Stein verbrennen kann. Autsch. Verbrenne. Ja. Sehr schön. Weg. Er geht auf jeden Fall runter, wenn wir uns einigermaßen schadlos jetzt halten. Was wir nicht tun. Vielleicht sowieso kein Dings, aber kann ich auch Donner anhauen. Autsch. Okay, jetzt muss ich wieder aufpassen. Und weg. Was habe ich denn hier? Ach, der Golem ist tot. Ausgegolemt. Sehr schön, sehr schön. Weller Glam. Ich wusste, wir schaffen es. Natürlich. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Ja. Ein Golemherz wäre vielleicht cool. Ach, da haben wir schon eins. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich ja, nee. Angeht, ist klar. Ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das Gefühl dann wirklich so toll ist. Können wir eben mal fix meditieren? Ja, geht. Kyra, du wartest einfach, bis wir mit Meditieren fertig sind. Dauert auch nur einen halben Tag. So, und am liebsten würde ich jetzt ganz kurz hier raus, denn mein Schwert ist kaputt. Habe ich vielleicht im Inventar noch ein Reparaturset? Ich glaube ja eher nicht. Rüstungsreparaturset. Gesellenwaffenreparaturset. Sehr schön. Oh, neuen Runenstein haben wir. Was kann der? 2% Chance auf Taumeln und die. Das packen wir natürlich sofort in unser Schwert rein. Gut, erkunde die Ruine weiter. Und folge den Schwalben-Symbolen. Business as usual, ne? Also hier weiter. Komme ich hier hoch? Hier ist eine Kiste. Ganz viel geilen Sachen und an der herausgerissenen Seite Krabbspinnenabsud. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Erstmal ordentlich eins trinken. Stellst du dir vor, wie es sein wird, was sie sagt, wie sie aussieht? Eigentlich nicht, nö. Nein. Tut mir leid, ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Hat sie recht. Das wird. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Na toll. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Ja. Ich folge dir. Mal schauen, wo es uns diesmal hinführt. Führt es auf jeden Fall einer der hellen langen Ladebalken. So. Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das hier gedacht? Folge den Kriegern der wilden Jagd. Machen wir mal. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. So schlecht finde ich das jetzt aber auch nicht. Da müssen wir wesentlich gegen die kämpfen, ne? Schau's! Es ist er.
Tapardone. Milini Hamar. Rein! Okay, ich habe wieder Speichern vergessen. Vielleicht kann ich das jetzt noch machen. Ich glaube aber eher nicht. Das sieht hier nämlich nach einem richtig üblen Fight aus. Alles gefroren. Shit. Da hat sich ja wohl eine Eiswand gebildet. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Wird gemacht. Daria Nanoi! Fertig. Und bleib bei dir. Unter ihrem magischen Schild bleiben. Speichern? Natürlich kann ich das jetzt nicht. Kaira, links ist das erste Portal. Wollte ich nur mal kurz so erwähnen. Scheint aber man hier zu stören. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. Okay, töte die Kreaturen. Was jetzt? Stück Dreck. Töten kann ich gut. Zeichne für einen Zeichner an Igni. Igni ist vielleicht gar nicht so schlecht. Erstmal. Wenn sie mal reinkommt. Verbrennt. Okay, schnell wieder zurück. Sonst geht es wahrscheinlich auch mir gleich an den Kragen. Okay, zurück. Ich wechsle dann doch mal auf Quen. Vielleicht besser. Aufpassen, dass ich nicht rauskomme. So wie jetzt zum Beispiel. Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Ah, ich sehe das noch nicht. Quest aktualisiert. Eins haben wir geschlossen. Sehr gut. Kaira, du machst einen guten Job. Mach weiter so, mach weiter so. Wir schaffen das zusammen. Natürlich, wie Geralt da immer einfach so lang schreitet. Du gehst einen ganz schön komischen Weg, Kaira. Nimm doch einfach das Portal neben dir. Okay, Quen nachsetzen. Oh. So, wieder zurück natürlich. So, jawoll. Wieder zurück, zurück, zurück. Uiuiui, das war knapp. Bin ich auf der anderen Seite draußen. Ist gerade noch reingeschafft. Na los. Hauptsache Kaira geht's gut. Läuft, würde ich sagen. Und rein. Schön, schön. Das sieht nach dem zweiten geschlossenen Portal aus. Yeah. Bis jetzt hält sich's auch noch in Grenzen mit den Kreaturen. Ich muss nur sehen, dass ich hier immer im Schutzschild bleibe. Das ist im Moment das Schwerste. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Ist ja nur noch eins. Mal gucken, was sie mir jetzt entgegenwerfen. Es gibt nichts, was Geralt von Riva nicht besiegen kann. Inklusive ich mich selbst nicht. Beine Kalar! Jawoll! Beine Kalar! Okay, töte die Kreaturen. Ah, Silberschwert, ne? Mal Quen nachsetzen gleich. Und nochmal einmal Schweige für zwischendurch. So, ich bin drin. Sehr schön. Kann Quen wieder nachsetzen. Machen wir auch. Und zurück. Sehr schön. Ist nur noch einer? Sehe ich das richtig?
Ja, aber rein, 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 rein. Wir kämpfen natürlich hier drin. Yeah, yeah. Läuft, sag ich mal, läuft, ne? Kira, du bist ein Schatz, ich könnte dich küssen. Vielleicht lieber auch nicht. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Geralt kann ein ganz schönes Arschloch sein. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Eben noch vollkommen der Unmacht nah und jetzt geht's wieder rund und sie kann wieder alles aufmachen. Naja, gefällt mir. Gefällt mir. Oh, die hat Durchsetzungsvermögen. Das ist aktualisiert. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Und die ganze Zeit Angst und jetzt geht's. Jetzt geht's rund hier. So, speichern. Das wollten wir eben schon. Kann ich nicht. Dass ich mitgekommen bin. Kann ich das jetzt? Jetzt geht's. Warum auch immer. So, wir haben gespeichert. Dann geht's weiter. Niemals geschafft, oder? Gib's endlich. Er erwartet uns. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Na dann. Wollen wir mal, ne? Eine ganz schön große Axt, die er da hat. Ich hoffe, er trifft mich damit nicht. Du bist sture Bäume. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Was jetzt, du Stück Dreck? Autsch. So, mal gucken, ob wir hier mit gut mit Ausweichen arbeiten können. Na los, greif an. Zack. Können nachsetzen. Was machst du da? Geralt! Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig, konzentrier dich. Er regeneriert jetzt. Nehmen wir an, das wird jetzt gerade aber geskriptet sein, dass er regeneriert. Nein, nicht schon wieder so nah ran. Scheiße. Na komm her. Daneben. Der hat getroffen. Na los. Greif mich an. Mist. Ah, komm doch mal von deinem blöden Balken da weg. Da lache ich doch. Ja, ich nicht, weil du blöd hier drum rumstehst. So, jetzt. Da stehst du nochmal wieder ganz gut. So, weg. Jawohl. Und weg. Na, das war wieder zu übermütig. Jawohl.
war ja klar. Noch eine Spalte. Okay. Ja, er wird sich wieder regenerieren, das ist klar. Ich will da nicht drin kämpfen, das gefällt mir nicht, da sehe ich nämlich nichts. Sehr schön. So. Ach, wenn ich das ziemlich schnell platt mache, dann kriegt er auch gar nicht mehr volle Lebensenergie. So, kommst du da mal weg? Komm da weg. Nitra, ich sage, komm da weg. Los, Geralt von Riva befiehlt es dir. Autsch. Kommst du jetzt da endlich weg? Aus der Mitte, das ist doch echt. Hallo. Sag zu. Und weg. Jetzt nicht übermütig werden hier, Mensch. Das sieht doch ganz gut aus und ich habe auch keinen Bock, diesen Kampf nochmal zu machen. Ja, da hinten steht er meinetwegen auch ganz gut. Das ist okay. Ah, da hat er zum Glück nur Quen getroffen. Das geht voran. Tada! Achso. That's it! Wuhu! Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Stufe 7! Sehr cool, ein Schema erhalten. Quest aktualisiert, Wanderung im Dunkeln. Neues Schema. Angrenischer Kürass. Gut, Leute. Jetzt brauche ich aber erstmal eine kleine Pause. Der Kampf war doch ziemlich anstrengend, aber auch ziemlich geil. Ich muss sagen, dieses Spiel wird immer besser. Immer besser. Von der Story her, von den Nebenquests, eigentlich alles. Und es ist verdammt schwer, hier ein Level aufzusteigen. Sogar auf nicht ganz so schweren Schwierigkeitsleveln. Oh, deswegen, kleines Päuschen. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Macht's gut.